Es war eine harte Zeit. Eine sehr harte Zeit. Wörter wie Kampf, Drill, Krieg und Disziplin waren von ernster Bedeutung. Es war eine Zeit der Ruhe. Doch jetzt ist es wieder soweit. 9 Freiwillige. Freiwillige, die sich einer großen Herausforderung stellen wollen. Sie haben sich beworben um einen Platz in der härtesten Eliteeinheit, die diese Welt je gesehen hat. Die Eliteeinheit des Bibelforum Petershagen. 9 Freiwillige. Martin Hader, Peter Löwen, Viktor Freistadt, Thomas Neufeld, Michael Riesen, Dennis Gelb, Walter Bagen, Katharina Neufeld und Rita Kettler. Ich habe mich umgehört unter den Veteranen dieser Eliteeinheit. Wie war es für diese Leute? In diesem harten Training, in diesem harten Drill, in diesem harten Kampf, in diesem harten Krieg. Wie war es denn damals für dich in diesem harten Lager? Wie hast du diese Zeit empfunden? Welche Fähigkeiten muss ein Rekrut mitbringen, um in dieser Eliteeinheit zu bestehen? Disziplin, eisernen Geist. Hier haben wir unseren Profi, unseren erfahrensten Mann in unserer Truppe. Er hat jedem Gegner das Fürchten gelehrt. Rudi, was würdest du denn sagen? Was muss unsere Fähigkeiten mitbringen? Also das Wichtigste ist, jeden Feind als seinen Nächsten zu lieben. Und die stille Zeit.